Ammann, herzliches Willkommen bei Girlcentrics. Genau, wir haben ja heute dreijähriges Jubiläum oder dreijährigen Geburtstag von Creative Morning. Witzigerweise auch das dritte Mal bei uns. Und wir reden heute über das Thema Equality, wie wir das bei uns im Unternehmen versuchen zu handeln. Und genau, wir sind ja irgendwie alle gleichberechtigt, aber auch irgendwie alle doch unterschiedlich und fragen gerne am Ende der Präsentation. Genau. Also, was ist Equality? Wir haben versucht, hier eine Definition zu finden. Ich komme selber aus der Technik, deshalb in der Informatik haben wir eine Art und Weise, wie wir Equality herstellen. Wir haben ein Objekt A, das hat mehrere Attribute, die Form, Fläche und die Farbe. Und dann nehmen wir ein Objekt B mit denselben Attributen. Und daraus definieren wir jetzt eine is-equal-Funktion, indem wir die verschiedenen Attributen gegeneinander vergleichen. Das heißt, wir vergleichen jetzt die Form zum Beispiel und die Fläche. Und in diesem Fall nehmen wir Objekt A und Objekt B als Input und erwarten ein wahr oder falsch. Das heißt, in unserem Fall, wenn ihr es richtig seht, Fläche ist unterschiedlich. Das heißt, in diesem Falle hätten wir is equal falsch. Wir haben explizit hier die Farbe nicht in dieser Gleichung mit drin, weil für den Use Case, den Kontext, den wir haben, diese Farbe nicht relevant ist. Die kann unterschiedlich sein. Trotzdem sind die Objekte aber gleich. Genau, das Gleiche haben wir auch in der Gestaltung. Einige von euch kommen ja aus dem kreativen Bereich. Da gibt es ja das Gesetz der Gleichheit oder auch das Gesetz der Ähnlichkeit. Das wird auch immer wieder anders irgendwie genannt. Und hier sehen wir ganz gut, wir haben Kreise und Rechtecke. Und die vier Quadrate werden als Einheit empfunden, weil sie sich von ihrer Form her unterscheiden. Wenn wir jetzt die Farben, also wenn wir jetzt einige Formen von den Formen einfärben, da fällt uns halt direkt ins Auge, dass wir hier unterschiedliche Formen haben, also die blauen Kreise und das blaue Quadrat, das trotzdem aber als Einheit sehen, obwohl sie unterschiedlich sind. Und zwar einfach aus dem Grund, dass die Farbe, der farbliche Unterschied, die farbliche Gleichheit als vorrangig der Größen- und Formgleichheit empfunden wird. Genau. Ja, dieses Prinzip haben wir dann auch versucht in unserer Rolle, die wir beruflich ausüben. Ich habe einen Informatik-Hintergrund, repräsentiere also somit die Technik. Michaela? Genau, ich bin User Experience Designerin und repräsentiere quasi den Design-Part. Genau, und für diese Rollen haben wir jetzt mehrere Attribute gesucht, um diese Gleichheitsformel zu finden für uns. Und zu überprüfen, ob wir bei uns quasi, ob wir eine Gleichheit oder ob wir alles gleichberechtigen, die beiden Bereiche, oder ob es da Unterschiede gibt. Genau. Dazu sind wir übergegangen, auch drei verschiedene Gruppierungen vorzunehmen. Die erste Gruppe sind die soziodemografischen Merkmale. Darunter fallen Alter, Herkunft, Geschlecht, noch viele mehr, aber wir haben jetzt das anhand dieser drei Beispiele genommen. Sind uns auch relativ schnell einig geworden, dass wir da eine gewisse Gleichheit auch haben. Zum Beispiel Alter sind zwar
beide jetzt nicht gleich alt, aber wir haben eine Gleichberechtigung darin, dadurch, dass wir unsere Rolle gut ausüben können und das überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Das heißt, für Alter haben wir einen Check. Herkunft. Ich selbst komme aus Ecuador, aus der Schweiz, jetzt in Deutschland. Michaela kommt aus Deutschland. Kommt aus Deutschland. Ganz langweilig. Hier auch kein Problem. Wir können unsere Berufe ausüben. Das heißt, hier haben wir auch eine Gleichberechtigung. Geschlecht. Heute halt zufälligerweise sind wir halt gleiches Geschlecht. Nichtsdestotrotz gibt es, also mit diesem Thema könnten wir schon 20 Minuten füllen, alleine. Trotzdem wollten wir ein bisschen zeigen, es, hier im Unternehmen ist es gleichberechtigt. Ich hatte meistens auch keine Probleme in meiner beruflichen Laufbahn, dadurch, dass ich und in einer Männerdomäne quasi schon die ganze Zeit unterwegs bin, habe das aber nie als eine Barriere für mich empfunden. Nichtsdestotrotz hatte ich auch das eine oder andere Erlebnis, was ein bisschen komisch war und meistens auch irgendwie nett gemeint mit irgendeinem Kompliment. Das Prägendste für mich war, wo ich Informatik studiert habe. Da hatten wir eine Vorlesung, Programmierung und Softwareentwicklung. Und am Ende dieser Vorlesung mussten wir einen Lernerfolg zeigen, das heißt eine Prüfung ablegen. Und mein Tutor damals hat mich hochgelobt für meine Lösung. Die wäre super schön gewesen, super modularisiert, die Funktionen wären sauber, sie wären super strukturiert gewesen. Man könnte meinen, ich sei ein Mann. Ja, was nehme ich davon mit? Talent und den Einsatz, den man mitbringt, das ist das Wichtige und nicht das Geschlecht. Genau. Kommen wir zu den organisatorischen Merkmalen. Also alles das, was man nichts mit dem oder weniger mit dem Individuum zu tun hat, kennt ihr wahrscheinlich auch alle aus klassischen Zielgruppenanalysen. Da unterteilt man das ja auch immer in die soziodemografischen, manchmal noch organisatorischen und psychologischen Merkmale. Und das erste Thema, also hier waren wir uns eigentlich einig, also wir haben ein bisschen diskutiert, aber nicht so viel wie bei dem danach folgenden Teil, ist Arbeitsstunden. Arbeitsstunden sind natürlich in gewissem Maße vertraglich geregelt und wir haben jetzt also bei uns im Unternehmen alle eine 40-Stunden-Woche. Das hängt natürlich von jedem persönlich ab, was er daraus macht, ob er halt mehr arbeitet, ob er Überstunden leistet oder nicht, aber zum Beispiel auch unsere Rollen, also die Veronika ist Head of und ich bin Teamleiter und da unterscheidet sich trotzdem nichts vertraglich. Also wir arbeiten trotzdem zumindest laut Vertrag 40 Stunden die Woche und das heißt, wir berechtigen das halt total gleich im Unternehmen. Natürlich, wenn jetzt jemand keine 100% Stelle hat, sondern weiß ich nicht, eine 70% Stelle oder Teilzeit arbeitet, dann passt sich natürlich auch der Rest an, ist ja logisch, also auch Urlaub und Gehalt und sowas. Aber wir generell berechtigen wir dieses Thema Arbeitsstunden im Unternehmen gleich. Genau, dann das Thema Wertschätzung. Da brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Natürlich sollte man nicht nur in der beruflichen oder in der Arbeitswelt jeden Menschen mit einem gewissen Respekt und einer gewissen Art von Wertschätzung entgegentreten. Und da, auch da haben wir, waren wir uns eigentlich sehr einig und das setzen wir auch auf jeden Fall gleich in unserer Gleichung, die gleich kommt. Und dann das Thema Vertrauen. Da haben wir ein bisschen diskutiert, waren uns im Endeffekt dann doch einig, dass wir das auch gleichberechtigen. Zumindest
gibt man eigentlich jeder Person oder jedem Mitarbeiter ein gewisses Maß an Vertrauen, spricht man das zu. Es ist natürlich auch immer von einem selber abhängig. Aufgrund von persönlichen Erfahrungen habe ich zum Beispiel in einem Projektteam schon mal mit dem zusammengearbeitet, weiß, dass der irgendwie gute Arbeit macht, oder komme ich persönlich nicht so gut mit jemandem zurecht. Das heißt, wir gehen da jetzt als quasi aus dieser Unternehmersicht aus, dass wir halt jedem in gewissem Maße gleich vertrauen, was man natürlich von sich selbst ausgehend, das muss dann einfach jeder für sich selber entscheiden. Genau. Ja, die psychologischen Merkmale, da haben wir lange und heftig diskutiert. War nicht ganz einfach. Nichtsdestotrotz, beim ersten Punkt waren wir uns dann am Ende doch sehr einig. Das ist Mut. Mut ist in mehreren Lebenslagen notwendig. Sei es, sich zu entscheiden, von einem Land in das nächste zu ziehen, sei es, von der sicheren Stelle guter Verdienst dann quasi in die Start-up-Szene einzusteigen oder Freiberufler zu sein, sei es auch im Beruf, den Kunden in eine Richtung zu leiten, wo er vielleicht anfänglich gar nicht möchte, weil von einer Idee überzeugt ist, aber man als Profi weiß, dass das nicht die beste Idee ist. Und dann halt auch wirklich da einzutreten und den Mut zu haben, ihn zu überzeugen. Mut zu haben auch, wenn ein Kollege von dir deinen Code anschaut oder auch umgekehrt, diesen Austausch, auch wenn es vielleicht manchmal nicht ganz so angenehm ist, trotzdem zu machen. Was ist mein Mutprojekt aktuell? Definitiv das hier. Meins auch. genau, also es gibt ja jetzt von mir ausgehend, wie die Vero schon gesagt hat, beim Mut waren wir uns auf jeden Fall auch einig. Ob man jetzt als Mensch mutig ist, als Designer, als Sportler, also sobald man eigentlich Zeit in eine Idee zum Beispiel steckt und dafür irgendwie die vorhandene Sicherheit aufgibt, also gerade Freelancer kennen das oft, die vielleicht eine sichere Festanstellung kündigen, weil sie sich irgendwie selbst verwirklichen wollen und dadurch halt sehr viel Sicherheit aufgeben. Das ist natürlich auch eine Art von Mut, aber auch einem Kunden zu sagen, dass er doch bitte zum Beispiel bei einer App oder bei einem UX-Design nicht seine eigenen Wünsche unbedingt da reindrücken soll, sondern halt mit mehr Empathie dem Nutzer gegenüber treten soll und dass wir halt das Problem des Nutzers lösen und nicht das Problem unbedingt des Kunden. Natürlich stehen da auch strategische Entscheidungen immer hinter. Das bedeutet auch Mut für mich, genauso wie als Sportler vor jedem Wettkampf oder bei jedem Start, wenn man sich eigentlich fragt, warum macht man das eigentlich? Weil das Adrenalin irgendwie hochschießt und dann aber auch die Gemeinsamkeit mit den 10 anderen Sportlern oder, weiß ich nicht, 50 anderen Sportlern, die alle eigentlich sich fragen in dem Moment, warum tue ich mir diese Quälerei eigentlich jedes Mal an? Das schafft ja auch irgendwie wieder so eine Gemeinsamkeit oder auch wenn man krank ist zum Beispiel oder nur einen Schnupfen hat, einen Wettkampf abzusagen, obwohl vielleicht das Team auf einen baut oder man weiß, dass man vielleicht danach erstmal nicht mehr so angesehen ist. Dazu gehört auch Mut, entgegen der Familie oder dem, was die Eltern für einen sich so vorüberlegt hatten. Oder Eltern haben ja oft so einen Plan für einen. Wenn man dann halt sagt, nee, ich will nicht zum Finanzamt, sondern ich will Fallschirmspringer werden. Da gehört natürlich auch sehr viel Mut zu. Ja, Verantwortung. Da waren wir uns wirklich nicht ganz so einig. Es gibt aber sehr viel Überschneidung. Kriegen wir aber auch noch irgendwann einmal hin. für mich Verantwortung trägt
in erster Linie halt jeder für sich selbst. Also es ist erstmal auf mich zentriert. Was bedeutet sonst noch Verantwortung? Verantwortung bedeutet für mich, Entscheidungen zu treffen und mit den Konsequenzen zu leben. Also es ist eine Kombination. Und ich bin eher eine entscheidungsfreudige Person. Das wurde mir irgendwie in die Wiege gelegt. Aber habe auch eine gewisse Empathie oder zum Glück habe ich das, dass ich irgendwie die Konsequenzen ganz gut einschätzen kann. In meiner persönlichen Laufbahn kommt halt relativ schnell, ist man für die Entscheidungen, die man trifft, nicht mehr alleine. Also der Radius, den es betrifft, ist es nicht nur mich, sondern halt einfach meine Mitmenschen. In meiner Rolle des Head-Offs ist dieser Radius mittlerweile 60 Personen groß. Und dann kommt es natürlich für mich schnell die Frage, wie viele Entscheidungen kann ich treffen? Wie viel von den Konsequenzen kann ich mittragen? Und während ich selbst nicht die Konsequenz mittragen kann, möchte ich diese Entscheidung oder diese Verantwortung auch an die, die es betrifft, übergeben können. Sei es im Beratermodus oder wirklich die Entscheidung komplett, diese Verantwortung komplett zu übergeben. Und deshalb für mich ist, je nach Rolle gibt es einen Verantwortungsbereich, wo man auch einen Entscheidungsfreiraum hat. Genau. Für mich ist Verantwortung wird nicht so ganz gleichberechtigt, weil jeder ein unterschiedliches Maß an Verantwortung bekommt, sei es jetzt in einem Projekt, wo in der Anfangsphase der UX-Designer vielleicht mehr Verantwortung hat, am Ende des Prozesses dann eher der Entwickler oder auch, es hat auch immer ein Stück weit mit Erfahrung zu tun und auch, möchte derjenige überhaupt diese Verantwortung bekommen und fühlt er sich dann auch verantwortlich? Also wenn man natürlich Verantwortung haben möchte, sei das jetzt in einem Projekt oder privat, dann muss man natürlich auch mit den Konsequenzen leben und da braucht man immer sehr viel Empathie, glaube ich, um zu schauen, kann derjenige diese Verantwortung tragen? Und wenn ja, dann muss man das natürlich auch so entsprechend kommunizieren, dass man halt sagt, okay, du machst das jetzt, aber dann musst du natürlich auch, dann bist du halt auch der, der nachher quasi den Kopf hinhält. Genau. Ja, das waren unsere Punkte. Nochmal als Recap. So haben wir euch gezeigt, zwei Objekte, wie wir unsere Gleichung aufbauen wollen. Unsere Gleichung erstmal sieht so aus, eben Input, zwei Kollegen, Output, sehen wir dann wahr oder falsch. Mit den Attributen, eben Alter haben wir angeschaut, Herkunft, Geschlecht, die Arbeitsstunden. Da fällt jemand vom Stuhl. So schlimm ist es nicht. Wertschätzung. Vertrauen, Mut und eben die Verantwortung. Für uns haben wir erstmal die soziodemografischen Attribute haben wir gestrichen, weil wir überzeugt sind, dass diese für unsere Gleichung erstmal irrelevant sind. Wir wollen sogar explizit hier einen Unterschied haben. Deshalb nehmen wir sie hier raus. Und somit sieht unsere Formel folgendermaßen aus. Diese Formel wollen wir natürlich für uns sauber halten. Das heißt, wenn wir das schaffen, können wir unsere Ähnlichkeiten pflegen, aber auch Gleichberechtigungen haben. Trotzdem nicht in eine homogene Masse versinken, sondern in der Gruppe dann eben auch unsere Vielfältigkeit pflegen können. Ja, und jetzt die Frage an euch, was ist eure Formel?
jemand eine Formel hat, spontan. Gerne sagen. Oder fragen. Oder fragen, wenn ihr könnt. Ja, ich würde interessieren, ob der, also wenn man sich mit so einem Thema sehr lange beschäftigt, dann wird ja so ein Gedankenprozess irgendwie angestoßen. Und ich würde interessieren, ob ihr das beobachtet habt. Also ihr habt euch ja wahrscheinlich nicht erst gestern auf diesen Vortrag vorbereitet, sondern schon ein paar Wochen vorher. Und ja, was in den Wochen... Ja. Damit beschäftigt und mich würde interessieren, ob ihr das irgendwie messbar machen wollt. Also ich meine, ihr seid eine Agentur, die so aus einem starken UX-Bereich kommt, ob ihr das vielleicht messbar macht, also ob ihr vielleicht eure Arbeitsstunden tatsächlich vergleicht oder ob ihr euer Gefühl von Wertschätzung vergleichen würdet in Zukunft. Sehr schwierige Frage. Unsere Arbeitsstunden, wir arbeiten nach Scrum, das heißt, wir tracken auf die Projekte quasi unsere Arbeitsstunden, aber das dient eigentlich eher der Abrechnung zum Kunden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir als Teamleiter die Arbeitsstunden von meinem Mitarbeiter angucke und gucke, ah, der hat aber nur 36 Stunden diese Woche abgerechnet. Ja, also es ist vieles natürlich auch über Selbstverantwortung und wie sich die Gruppe da bewegt. Also es ist natürlich schon so, wenn der eine Kollege sieht, okay, der kommt aber um 11 und geht um 3, dann irgendwann einmal merkt man, dass das halt nicht so gut funktioniert oder wenn die Arbeitsergebnisse nicht stimmen. Wir arbeiten im Agil, wir sprinten, das heißt, jedes Teammitglied gibt auch ein Commitment ab, so die Lösung bis zu einem Zeitpunkt X auch zu gewährleisten. Und das wird eigentlich grundsätzlich so von der Gruppe halt auch kontrolliert. Messungen an sich finde ich ein schwieriges Thema. Kann man machen, man bekommt Zahlen. Es ist immer die Frage, wie man diese Zahlen interpretiert und was man damit macht. Das kann dann halt eben in so ein Kontrollsystem ausarten, wo der Mensch halt schon schnell die Verantwortung abgibt und sich kontrollieren lässt. Ich sage mal eher mal nein. Vielleicht ein bisschen als Anschluss, also auch weil ich ein bisschen aus der Frage rausgehört habe, was war eure Grundidee bei diesem Vortrag? Vielleicht ja auch, weil nicht immer alles so idealtypisch gelaufen ist in der Vergangenheit und man ja wirklich auch in anderen Situationen, vielleicht in anderen Agenturen, in anderen Bereichen im Leben diese Equality nicht so ideal hat, wie jetzt von euch präsentiert. Und ob ihr euch während der Ideenfindung, also während der Phase, wo ihr die Präsentation gemacht habt, auch schon über Lösungsansätze Gedanken gemacht habt oder da einen Vorschlag habt, wie man denn damit umgeht, wenn man feststellt, okay, es klappt gar nicht. Man ist zum Beispiel in einer Agentur und da ist das komplett unfair gehalten, wie jetzt zum Beispiel Designer oder Entwickler miteinander agieren und wie die behandelt werden. Und ja, wie man da vorgehen könnte. Wenn es nicht gerade bezahlen zum Beispiel. Ja, es ist ja erstmal eine Formel, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, welche Werte man in diese Formel haben möchte und welche eben nicht. Also wo man einen Strich zieht, selbst. Es kann eben, Equality ist halt auch eine Gefahr, dass man eben so eine homogene, eine Einheitsbrei wird. Und sich auch bewusst zu machen, wo man Unterschiede haben möchte. Also das ist mehr, was es hier aussagt, ist, wir wollen eine gemeinsame Basis haben, trotzdem darf jeder noch seinen eigenen Charakter behalten, so in der Art. Dasselbe, ich meine, ist jetzt auch nicht so, dass es bei uns Design und Technik von Anfang an gleichberechtigt war. So, es gab Leute, die gesagt haben, ich habe es jetzt so designt, setze es einfach so um, wie ich es dir sage. Also diese Gespräche gab es natürlich am Anfang auch. Wie umgekehrt, wo die Technik sagt, nö,
dass ich setze es so um, wie ich es jetzt gerade kann. So, ist eine Kommunikationsfrage. Es ist wirklich eine starke Kommunikationsfrage, sich da auszutauschen und immer wieder in diesen Kommunikationszyklus reinzugehen. Ich habe vielleicht eine Frage, einen Gedanken gehabt jetzt. Ich finde den Grundgedanken sehr gut, dass ihr sagt, es müssen nicht alle identisch sein, um gleich zu sein. Es gibt Dinge, da wollen wir gleich sein. Ihr habt jetzt gerade Punkte aus eurer Gleichung rausgenommen, die so traditionell eben genau für Diskriminierung sorgen, Altersgerechtigkeit, Umgang mit älteren Mitarbeitern, mit jungen Mitarbeitern, Geschlechterdiskriminierung, genau sowas. Meine Sorge, ich weiß jetzt auch nicht, wie die Leute für das Unternehmen sprechen oder nur für euch, aber meine Sorge wäre an so einer Stelle, dass man genau solche Punkte dann nicht mehr kritisch genug beachtet und einfach sagt, da sind wir gleich, ohne hinzuschauen, ob man das hier jetzt oder wir in unserer Agentur auch wirklich sind. Also ich glaube, wir haben das rausgestrichen aus dem Grund, weil wir das, für uns ist das halt so eine Selbstverständlichkeit. Bei uns im Unternehmen haben wir ein ganz bunt gemischtes Alter. Da wird eben nicht drauf geschaut, wie alt ist derjenige oder was hat der für ein Geschlecht oder wo kommt der her. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das sind natürlich diese konservativen Daten, die vielleicht in anderen Branchen auch immer noch so, wo auch immer noch so drauf geachtet wird. Aber ich glaube, gerade so in der Mobile-Branche oder auch in der digitalen Branche eben nicht mehr. Und wir sind halt so ein bisschen von uns ausgegangen, von unserem Unternehmen und wie wir das halt sehen. Und ich glaube, das wird sich auch früher oder später auf viele andere Unternehmen hoffentlich dann auch ausweiten. Also man schließt auch da so ein bisschen an, weil eigentlich wäre es ja vielleicht ganz interessant, das drin zu lassen, weil ihr, also was so ein bisschen mir gefehlt hat, also ihr sprecht von Gleichheit und von Gerechtigkeit und das Interessante ist ja, dass das halt nicht dasselbe ist. Also das heißt, da wo Gleichheit herrscht, herrscht nicht unbedingt Gerechtigkeit und da wo Ungleichheit herrscht, wie jetzt zum Beispiel Alter, Herkunft, Geschlecht, herrscht nicht unbedingt Ungerechtigkeit und das wäre ja für die Formel eigentlich ganz interessant. Also es würde ja auch in dem Unternehmen so einen eigentlich einen positiven Eindruck auch geben, wenn man sagt, okay, es gibt vielleicht Ungleichheiten, aber es sind keine Ungerechtigkeiten. Ja, also, es ist die Diskussion zwischen gleichwertig zu sein und der Gleichheit, die wir hier machen. Also wir sind unterschiedlich, also Alter oder Herkunft, Geschlecht, aber es ist gleichwertig. Ja, wir haben jetzt mehr so die absolute Gleichheit, wo wir sagen, in der Wertschätzung, da sehen wir gar keinen Kompromiss. Das ist, wir wollen wertgeschätzt werden, also wir wollen Gleichheit in der Wertschätzung haben, aber im Geschlecht wollen wir Gleichwertigkeit und nicht Gleichheit haben. Vielleicht ist es nochmal so der Unterschied, was ist Gleichheit und was ist Gleichberechtigung. Ja, das meine ich, ne? Ja, das sind genau ja dieselben Dinge. Also wir berechtigen unterschiedliche, oder wir berechtigen Menschen mit unterschiedlichem Alter, unterschiedlicher Herkunft gleich. Und es ist natürlich aber keine Gleichheit in dem Sinne, weil wir, der eine ist halt 50 und der andere ist 20. So. Ja, aber dann wäre für so eine Gleichung ja eigentlich ganz interessant, dass es halt nicht gleich ist, aber trotzdem gerecht. Ein Gedanke noch hinterher, ich rede jetzt noch mal von uns, ohne wenn der Eindruck aufkommt, ich greife euch an oder so. Bei uns in der Agentur, ich würde auch sagen, wir gehen zum Beispiel das Geschlechtergerechtigkeit angehen mit Frauen und Männern gleich um. Dann schaue ich aber auf die Zahlen und stelle fest, wir haben so 30% Frauen als Mitarbeiterin, 70% Männer. Und wir haben im Management zwei Frauen von 15 oder so. Und da frage ich mich, warum ist das so? Weil eigentlich würde ich nicht sagen, dass wir Frauen diskriminieren, aber dann gucke ich drauf und stelle fest, na, das Ergebnis ist aber irgendwie nicht richtig. Und deswegen würde ich es nur für uns nicht aus der Gleichung rausnehmen, um da einen kritischen Blick drauf zu haben. Darf ich fragen, in welchem Unternehmen du arbeitest? Das muss ich mal sagen, bei Pixelpark. Ah, okay. Internetagentur. Ja, kenne ich. Bei uns ist es tatsächlich auch so, dass wir mehr Männer haben als Frauen bei uns im Unternehmen, auch im Management, auch bei den Teamleitern. Also ich bin die einzige Frau unter 5, 6 Teamleiter. Das liegt aber einfach daran, dass wir insgesamt weniger Frauen im Unternehmen haben, weil es, glaube ich, vom Job her
noch ein sehr männerdominierender Beruf ist. Also dieses. Ja, also es ist tatsächlich so, in der Informatik ist es immer noch, also wie ihr sagt, ich war in der Männerdomäne, wollte man mich auch schon gleich in eine Schublade schieben. Ich würde mir wünschen, mehr Frauen in der Informatik zu haben. Es ist aber tatsächlich noch so, dass weniger Absolventinnen da sind. Was ich beobachtet habe, ist, so im östlichen Teil Europas sieht es schon anders aus. Also es ist wirklich so ein bisschen unser Breitengrad, der die weiblichen Kolleginnen nicht motiviert, irgendwie einen technischen Beruf anzunehmen. Auch schon in der Schule fängt der Spagat schon an. Also ist sicher wichtig, die Diskussion zu führen und halt auch weiter zu schauen. Bei der Auswahl eines Kollegen oder Kollegin, wenn ich zwei Bewerbungen habe, ist das jetzt nicht das, was ausschlaggebend ist. Also ich denke, dass, was natürlich auch ein großer Faktor ist, ist natürlich einfach, dass wenn man zum Beispiel irgendwann eine Familie gründen will, dann ist halt immer die Frau diejenige, die in Mutterschutz geht. Und ich glaube, das ist halt... Bei meiner Schwester nicht. Nee, die ist nicht im Mutterschutz gegangen. Ja, 2 Monate. Ja. Ja, das, was halt biologisch notwendig ist. Genau. Ja, ja. Dann ist ja das ist ja auch, also ich meine, das ist ja auch, da ist ja auch auf jeden Fall ein Wandel zu spüren. Aber ich glaube, dass das für Unternehmen wahrscheinlich leider trotzdem immer noch so ein Faktor ist, dass dann, wenn jemand halt dann 2 Monate aus dem Beruf ist, gerade in so leitenden Funktionen, dass sie sich dann halt das irgendwie dreimal überlegen, weil das vielleicht irgendwie ein höherer organisatorischer Aufwand ist. Soll jetzt nicht heißen, dass ich das gut finde, um Gottes Willen, ich bin selber eine Frau, aber ich glaube, dass es halt gerade so dieser biologische Faktor da immer noch eine Rolle spielt, aber ich finde auch, dass man da immer mehr einen Wandel sieht in den Unternehmen, weil halt auch immer mehr Männer irgendwie Elternzeit machen und halt die Frauen dann arbeiten gehen. Ich würde auch gerne mal 2 Gedanken loswerden. Einmal würde ich ganz gerne unterstreichen, dass ich auch die grunddemografischen Fakten als sehr relevant ansehe, gerade nach frischpolitischen Entscheidungen, dass in großen Unternehmen Gehälter offengelegt werden müssen ab 200 Mitarbeitern, wo ich auch klar dafür bin, dass das auch weniger sein könnte von Mitarbeitern her, weil wenn man sich Zahlen anguckt, verdienen Frauen nach wie vor deutlich weniger als Männer, was ich aber auch ganz klar oft ganz psychologischen Dingen schuldet, dass Frauen sich in der Regel unter Wert und Männer über Wert verkaufen, was aber da vielleicht auch im Unternehmen gefördert oder aufgefangen werden muss, wenn man solche Dinge weiß. Ich finde, das ist eigentlich ein Personalthema. Man sollte nicht heißen, ja, nur weil Frauen sich schlechter verkaufen, vielleicht, oder die Durchschnittsfrau sich schlechter verkauft, sollte sie weniger verdienen. Bei dem Punkt muss ich ehrlich sagen, glaube ich, müssen wir viel früher anfangen, dass Frauen einfach mutiger werden, auch zu sagen, was sie wert sind. Also das ist. Aber dann fangen wir gesellschaftskritisch an. Aber das ist der Punkt. Also ich finde es interessant, weil das finde ich schon. Bei diesem Thema Geschlecht, was wir ja auch aufgezeigt haben, da war es halt, also das war auch meine erste Gedanke war, okay, trotzdem, das habe ich halt auch selbst, das sehe ich halt auch selber so, ich sag mal am eigenen Leib, verdienen Männer mehr als ich. Was aber eigentlich auch so ein bisschen meine eigene Schuld ist, weil ich halt nicht so auftrete vielleicht. Also Frauen sind halt andere Faktoren, glaube ich, oft noch wichtiger. Sind die Mitarbeiter cool, stimmen oder die Kollegen? Ich glaube, bei Männern treten dann nochmal vielleicht oft anders auf oder verkaufen sich anders. Und ich glaube, da ist zum Beispiel das Gehalt noch ein bisschen wichtigerer Faktor als vielleicht bei Frauen, würde ich jetzt mal, also zumindest jetzt so von mir ausgehend. Mir war das Gehalt, natürlich sollte man irgendwie gut leben können. Ich meine, wir leben in Köln, die Mieten sind nicht gerade günstig. Aber mir waren halt andere Faktoren viel, viel wichtiger. Also finde ich die Leute cool, finde ich die Projekte spannend,
Habe ich da irgendwie Weiterentwicklungsmöglichkeiten? Ist der Standort gut? Muss ich dafür nicht mehr nach Düsseldorf pendeln? Das waren halt alles so Faktoren, wo ich dann halt als Person eher sage, okay, da ist halt das Gehalt natürlich wichtig, aber nicht, das ist nicht an oberster Stelle. Aber ich glaube, das ist halt auch, das ist individuell sehr abhängig. Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht geschlechterspezifisch. Also ich kenne auch viele Männer, bei denen das so ist, aber trotzdem ist es ein Thema. Und der zweite Aspekt, den ich ganz stark auch beobachte, ist, dass, also ohne euch angreifen zu wollen, ich fand, die Perspektive war sehr von oben und sehr, sehr statisch an der Stelle, weil ich glaube, empfundene Gleichberechtigung ist nochmal ein ganz anderer Aspekt als vermittelte. Also ich kann mich natürlich als Führungskraft hinstellen und sagen, so, wir machen jetzt Gleichberechtigung, aber wenn jetzt vielleicht eine Teamleitung oder eine Projektleitung jedes Mal die Verantwortung einem zuspielt oder zweien, dann wird der dritte oder vierte sich im Team denken und ich. So, und ich glaube, dass da eine, also dass da praktisch auch so diese zwischenmenschliche, gelebte Gleichberechtigung irgendwie auch verkörpert werden muss und auch von oben gelebt werden muss. Ja, aber das kann man sich ja auch einfordern. Also man hat ja auch immer irgendwie so eine hohe Bringschuld. Ne? Man kann ja auch sagen dann, hey, ich möchte mehr Verantwortung und also ich glaube, das ist auch immer so eine Frage von, man kann nicht immer erwarten, dass alles für einen erledigt wird, ne? Sondern man muss es halt auch in gewisser Weise einfordern und wenn man dann halt sieht, dass es funktioniert, sei das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dem Freund zu sagen, hey, geh mal einkaufen und der kommt irgendwie mit 5 großen Tüten wieder und hat irgendwie die wesentlichsten Sachen vergessen, da muss man, also ich meine, es ist ja auch eine Art von Verantwortung geben, ne? Ist ja jetzt nicht nur auf dem Mut. Kann auch immer so bei Frauen sein, aber. Also ich hätte dazu noch was zu sagen, weil selbst wenn man sich im Unternehmen idealtypisch aufstellt und selbst wenn das von oben gelebt wird und von unten mitgetragen, hat man ja dennoch vielleicht Kunden, die an der Stelle eben noch irgendwie alt eingesessen sind und dieser gesellschaftliche Konsens noch nicht so hinübergeschwappt ist. Und gerade in der Führungsposition muss man sich da ja auch, je nachdem, mit harten, sag ich mal, Bandagen bekämpfen. Andererseits denke ich, man hatte diesen hessischen Begriff Frauenquote. Es ist ja schon mit Zahlen belegt, wie da der Stand ist. Und ich denke auch, dass sich da ein positiver Wandel bemerkbar macht. Im Designbereich ist ja eher sogar oft so, dass, also zumindest aus meiner bisherigen Erfahrung, ich habe keine Zahlen, ich weiß nur, dass da auch oft viele Frauen im Designbereich dann mehr als in der Technik unterwegs sind, würde sich in so einem gemischten Unternehmen sozusagen dann fast wieder ausgleichen. Ich finde aber interessant zu bemerken, dass gerade im Osten oder in ärmeren Ländern das halt überhaupt nicht der Fall ist. Also da, wo man irgendwelche Fabriken hat, da sitzen dann tausend Frauen und das ist halt irgendwie noch eine auf die globale Sicht gesehene Ungleichheit. Ja, genau. Ich denke, das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Also da kann man bestimmt echt noch wirklich lange diskutieren zu diesem Thema. Wir müssen noch ein bisschen auf die Zeit achten, weil ihr müsst ja auch teilweise noch alle weiter zur Arbeit. Ich würde sagen, ein großes Dankeschön an die beiden Mädels.